Das Elterngeld ist mehr als nur eine finanzielle Unterstützung junger Familien. 10 Jahre nach der Einführung des Elterngeldes nehmen junge Väter immer öfter eine Auszeit vom Beruf. Und mehr junge Mütter gehen nach ihrer Elternzeit wieder arbeiten. Wer sein Kind in den ersten Lebensmonaten selbst betreuen möchte, bekommt Elterngeld. Für ein Jahr wird das wegfallende Einkommen eines Elternteils zu rund 2/3 vom Staat übernommen. Wenn auch der andere Elternteil mindestens 2 Monate Elternzeit übernimmt, gibt es noch 2 Partnermonate dazu. Das hat in Deutschland einen Trend ausgelöst. Heute ist es sozial akzeptiert, dass Mütter nach dieser Zeit wieder in den Beruf einsteigen. Jede zweite Frau ist bereits nach einem Jahr wieder berufstätig. Vor der Elterngeldregelung unterbrachen Frauen ihre Arbeit oft für mehrere Jahre oder kehrten gar nicht mehr in den Job zurück. Und für Väter ist es mittlerweile fast normal, in Elternzeit zu gehen. Vor dem Gesetz waren es nur 3%. Heute nimmt jeder Dritte die Möglichkeit wahr. Allerdings nehmen die meisten Väter nur die 2 Partnermonate Elternzeit. Die traditionelle Rollenaufteilung in den Familien hat das Elterngeld bisher nicht nachhaltig verändert. Doch die durch das Elterngeld ausgelösten Entwicklungen könnten in Zukunft verstärkt werden. Etwa den Anteil der Partnermonate zu erhöhen. Zum Beispiel von 2 von 14 Monaten auf 4 von 14. Und es gibt bereits das Elterngeld Plus. Dadurch ist es attraktiver geworden, in Teilzeit zu arbeiten und die Kinder zu betreuen. Beide Elternteile und zusammen.